Moin Moin, liebe Meerwasserfreunde, willkommen zurück in Hamburg. Jetzt natürlich wieder nur vom neuen Becken, also das alte Becken existiert nicht mehr. Das heißt, ich habe das an einen lieben Freund weitergegeben, der mit der Meerwasseraquaristik starten will. Und da helfe ich natürlich auch gerne und stehe helfend zur Seite. Ja, ich sag mal, der Umzug war natürlich absolut der Horror, obwohl ich sagen muss, dass das hier ja eigentlich immer noch Luxus war. Denn ja, das neue Becken stand schon da und man musste nicht abbauen, aufbauen, leeren, füllen, alles irgendwie in einem Tag. Von daher ging das. Aber trotzdem muss ich sagen, ja, die Zeit ist einfach zu knapp. Man hat ja eben auch noch andere Dinge zu tun, denn wir Menschen wollen auch noch umziehen. Und insofern habe ich jetzt hier die Korallen natürlich erstmal einfach nur reingelegt und teilweise geklebt heute. Heute ist Samstag. Morgen werde ich mich da noch mal so ein bisschen drum kümmern können. Ja, denn wir Menschen wollen auch noch umziehen und das findet jetzt in der kommenden Woche statt. Und dann bin ich insofern froh, dass ich mich da ein bisschen besser kümmern kann, weil ich dann einfach hier wohne und ja, mich um die Dinge kümmern kann. Also auch mal schnell eine halbe Stunde oder mal eine Stunde was gemacht, dann geht es dann Stück für Stück eben doch voran. Zusammenfassend muss ich sagen, also ich bin vom Epo-Reef begeistert. Das ist unglaublich, wie luftig dieser Korallenriffaufbau ist. Ich hatte hier jetzt vorübergehend nur zwei MP40 drin und die haben eigentlich von der Strömung auch schon fast ausgereicht, um hier das ganze Becken plus Rückförderpumpe natürlich zu durchströmen. Also das ist echt eine tolle Geschichte, muss ich sagen. Das gefällt mir echt gut, würde ich jederzeit wieder machen. Natürlich ist es jetzt so ein bisschen stressig, hier die Korallen zu kleben, also besonders die größeren, auf die ich ja eigentlich so stolz bin, denn die sind bei mir gewachsen hier, diese tischförmigen Akroporen. Die dann irgendwie zu halten, ist schon schwierig, aber ja, das werden wir sicherlich irgendwie die Tage hinkriegen. Zumindest sind sie jetzt erstmal so gelegen, dass sie durchströmt werden, dass sie gut Licht kriegen und so weiter. Ja, zu tun ist genug, wie man auch sieht. Springschutz, Lichtschutz, also Blendschutz existiert noch nicht. Rudimentär in Teilen existiert das Ding schon. Das werde ich wieder genauso machen wie bei meinem alten Becken. Zum Thema Bakterienblüte. Das hatte mich ja nun doch auf dem linken Fuß erwischt, obwohl ich da eben wirklich selber schuld dran bin. Ich hatte ja in den ersten Tagen hier noch nichts drin und habe schon mit dem Sangokai-Startpaket begonnen, weil ich das einfach so verstanden habe. Ja, und dann sind da schon Nährstoffe drin und alles gut. Aber das war natürlich der größte Fehler aller Zeiten. Also erstens mal das EPO-Reef, das kommt schon vollständig gewässert und gereinigt. Das soll man sogar eben ausgerechnet nicht nochmal wässern. Aber bei mir war es eben gar nicht so gedacht, dass ich das wässere, sondern einfach, ja, mir ist die Zeit davon gerannt. Und dann stand das eben hier so ein paar Tage drin. Mit UVC-Anlage, Fließfilter und Abschäumer habe ich das eigentlich ganz gut wieder hingekriegt. Ich habe jetzt mal 2, 3 Tage keinen UVC-Filter laufen lassen, habe ihn dann wieder 2 Tage angemacht, weil doch eben gerade im Fließfilter noch zu sehen war, dass da so ein bisschen schleimiger Belag drin war. Der ist jetzt eigentlich so gut wie raus und ich denke mal, dass ich das Becken da sicherlich jetzt selber hups und da löst sich eine Pumpe. Na prima. Nein. Okay, ja, da könnt ihr also sehen, da wird noch viel von Hand gemacht. Also ich verabschiede mich jetzt mal, um hier keinen Schaden anzurichten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.